Hallo, hallo, ich grüße euch hier aus dem verschneiten Hamburg. Ich sitze gerade in meinem Auto und komme gerade aus dem Pflegeheim. Hier bin ich einmal die Woche und betreue einen von demenzerkrankten Patienten. Und ich habe eben eine sehr interessante Situation beobachtet mit einer Mutter und ihrer Tochter. Und zwar ist die Mama demenzkrank. Und die Tochter hat ständig versucht, sie in die Realität zurückzuholen und hat ihr ständig versucht, es doch zu erklären, wie es doch richtig ist und über den Verstand gegangen. Und bei der Mutter kam das aber auch überhaupt nicht an. Und die Mama, die war nachher schon wirklich so ganz tief traurig, hat sich so richtig blöd gefühlt einfach auch. Und die Tochter war auch traurig, weil sie es ihrer Mutter nicht mehr verständlich machen konnte. Das ist aber normal in dieser Krankheit, ne, dieser Demenzkrankheit. Und das ist tatsächlich, dass jeder Dritte ab dem 90. Lebensjahr auch von Demenz betroffen ist und Demenz wirklich ein echtes Thema ist, weltweit. Die Zahlen, die nehmen halt immer mehr zu und die werden immer höher. Und eigentlich ist es eine Krankheit wirklich, die Gesellschaft eigentlich auch so ein bisschen verdient hat, weil wir können wirklich sehr viel von Demenzkranken lernen, weil wir demenzkranke Menschen nämlich nicht mehr über die Verstandesebene erreichen können, sondern über die Gefühlsebene. Wir müssen zum Beispiel lernen, nicht gleich versuchen mit unserem eigenen Ego, nein, das stimmt aber doch gar nicht und beruhig dich doch mal, so ist das doch gar nicht und das ist so und so, ne, wie halt das Ego normalerweise tickt und der Verstand geprägt ist, hin zum Gefühl. Einfach, ne, die Tochter hätte eben einfach nur sagen müssen zu ihrer Mutter, ich kann dich verstehen, ihr das Gefühl geben, dass sie sie abholt, dass sie einfach da ist und dass sie sie versteht. So, und weil wenn man ein Gefühl kleinreden will oder es wegreden will, dann wird es größer. Ne, das ist klassisch diese Validation. Ich habe so ein Schulungskonzept damals auch entwickelt, habe das in Angehörigenschulen für Demenzkranke oder Pflegebedürftige unterrichtet. Und es war wirklich schwierig, den Angehörigen das nahezubringen, dass sie von dieser Verstandebene weg müssen hin zur Gefühlsebene. Demenzkranke Menschen oder kranke Menschen leben in einer anderen Welt und man kann ihnen nicht die eigene Meinung aufdrücken und man kann ihnen noch so oft sagen, dass man jetzt erwachsen ist und dass man das alles selber kann. So habe ich das eben auch erlebt, ne, mit dieser Tochter-Mutter-Gespräch. Und natürlich war die Tochter auch einfach verletzt, so, weil die Mutter sie einfach nicht gesehen hat. Und deswegen wollte sie sich ständig rechtfertigen. Und am Ende saßen sie beide völlig frustriert und traurig am Tisch. Und dabei hätte die Tochter einfach nur diese Krankheit verstehen müssen, so. Und von Demenz sind tatsächlich wirklich viele Menschen betroffen, auch von Depressionen. Und auch wenn man eine Depression hat, dann sieht man den anderen nicht wirklich und kann die Realität nicht mehr so greifen. Das ist halt einfach medizinisch nachgewiesen und es ist halt einfach auch unmöglich, weil die Wahrnehmung stark vermindert ist und die Wahrnehmung hängt eben auch mit der Zirbeldrüse zusammen und genau, die eigene Körperwahrnehmung, Menschen mit Demenz spüren sich einfach nicht mehr, sie fühlen sich nicht mehr, deswegen klopfen sie auch ständig auf sich rum und beißen tatsächlich auch, ne, in ihren Körper rein und in ihrer Hand und so weiter und haben so Beugekontrakturen, so richtig verkrampft und versteift und ja, sie spüren sich einfach nicht mehr, sie nehmen nicht mehr wahr und es bildet sich ja ab dem 40. Lebensjahr so ein sogenannter Hirnsand um die Zirbeldrüse. Und das ist ganz spannend zu beobachten, dass dadurch eben auch die Wahrnehmung vermindert wird. Also, ich glaube, wir können sehr viel von Menschen mit Demenz lernen. Ich finde es eine unfassbar faszinierende Erkrankung. Und ich beschäftige mich seit 7 oder 8 Jahren mit diesem Thema. Und ja, es ist ganz spannend zu beobachten, was wir A von ihnen lernen können. Eben die Kommunikation weg vom Verstand hin zum Gefühl bei kranken Menschen. Und es gibt so einen, ja, Zaubersatz, wirklich dieses, ich kann dich verstehen. Und erstmal versuchen, den anderen abzuholen, auf die Ebene des anderen erstmal zu gehen und dann kann man auf seine eigene Ebene gehen. Das ist auch in Beziehungen so oder im menschlichen Miteinander, im Umgang miteinander. Und ja, das sollten wir alle mal versuchen, mehr zu lernen und versuchen, den anderen mehr zu fühlen, mehr in die Empathie zu gehen und ihn wahrzunehmen, weil dann nehmen wir auch uns selber wahr. Auch wir können dadurch was lernen. Ja,
Liebe Grüße aus dem verschneiten Hamburg, eure Caroline.